Wir brauchen eine Willkommenskultur, forderte AfD-Parteichef Tino Chrupalla und setzte hinzu, für unsere Kinder. Der Saal in Eichenried war voll besetzt, trotz des eigentlich ungünstigen Termins am Mittwoch um 18 Uhr. Aber so viele waren gekommen, um den AfD-Politiker zu hören, dass seine Rede sogar in den Nebensaal übertragen werden musste. Das sind wir gewohnt, diese Einschläge sind wir gewohnt, die Diffamierungen sind wir gewohnt. Nichtsdestotrotz lassen wir uns davon nicht beirren. Nichtsdestotrotz kämpfen wir weiter, denn die Alternative für Deutschland ist wesentlich mehr als einzelne Personen unserer Partei. Das ist für uns auch klar und deshalb finde ich es gut und richtig, dass sich beide vorderen Listensätze heute aus dem Wahlkampf zurückgezogen haben, auch wenn der eine oder andere vielleicht meint, das wäre nicht so gut. Aber ich denke, diese Entscheidung, die beide getroffen haben, muss man akzeptieren und die werde ich auch akzeptieren, die werden wir akzeptieren. Wir haben viele Gesichter in dieser Partei und diese Parteialternative für Deutschland braucht dieses Land gegen diesen Parteienmief und deshalb werden wir gemeinsam mit unseren weiteren Gesichtern für dieses Land, für Deutschland kämpfen, liebe Freunde. Und deshalb ist es auch wichtig, dass Eigeninteressen hinten anstehen müssen. Es geht um allererst um unser Land, um Deutschland, wie ich es gesagt habe, um unsere Interessen. Danach kommt die Partei und danach kommen die Personen. Und gerade der Europawahlkampf ist kein Gesichterwahlkampf. Das zeigen die anderen Parteien genauso. Wir wollen ein starkes Ergebnis für Europa erringen. Das hat Wolfgang Kellermann richtigerweise gesagt. Wir wollen eine starke Delegation nach Brüssel entsenden, damit wir dieses Europa noch retten können. Denn diese EU ist verloren, wie sie ist. Wir wollen Europa retten, das Europa der souveränen Vaterländer. Dafür machen wir Wahlkampf und dafür kämpfen wir. Und dafür werden wir ein gutes Ergebnis erzielen, liebe Freunde. Und wir zeigen auch ganz deutlich, wer unsere Gegner in diesem Wahlkampf sind, die sich jetzt vielleicht vor Schadenfreude krümmen mögen. Das mag sein. Aber diese Schadenfreude ist verfrüht, ich sage es ganz ehrlich, denn wir werden aus dieser Situation in der AfD wie immer gestärkt hervorgehen, wie wir aus Vorfällen der Vergangenheit immer gestärkt hervorgehen werden, weil wir dazulernen als Partei, die jetzt im 11. Jahr ist und aus diesen Fehlern auch lernen werden. Das werden wir und haben wir unseren Mitgliedern zu verdanken und ich sage es nochmal, es ist kein Mitglied höher oder niedriger gestellt vom Kommunalwahlkämpfer, von denjenigen, die Plakate hängen, die hier heute teilweise zu Gast sind, für denjenigen, die im Gemeinderat sitzen, die im Stadtrat sitzen, die ehrenwerte Arbeit leisten und ehrenamtliche Arbeit leisten. Sie alle gehören zu unserer Partei und Sie alle werden für unser Wohl, für unsere Partei kämpfen. Und denen gilt genauso der Dank für die, die ganz vorne ihr Gesicht hinhalten. Und dafür möchte ich mich bei euch, bei denjenigen vielen Wahlkämpfern auch bedanken, liebe Freunde. Und wer die Nummer 1 ist, an dem wir uns abarbeiten, das ist die Nummer 1 der CDU, nämlich die Spitzenkandidatin über die in den Medien, und Wolfgang hat es richtigerweise gesagt, niemand spricht, die diese EU mit zu verantworten hat, die vorher durch Korruptionsskandale und Vetternwirtschaft im Bundestag aufgefallen ist, dass die Spitzenkandidatin der CDU, Ursula von der Leyen, die gefährlichste Politikerin Europas, und die muss abgelöst werden, liebe Freunde. Liebe von Wolfgang. Und dass gegen sie ermittelt wird, staatsanwaltschaftlich, das ist kaum noch eine Note in den öffentlich-rechtlichen Medien wert, dass man mittlerweile es ausgesetzt hat bis Dezember. Warum wohl? Weil Wahlkampf ist, dass das Gericht in Lüttich diese Entscheidung getroffen hat und selbst die EU-Staatsanwaltschaft ermittelt. Das ist verschoben worden. Daran sieht man, wie hier Rechtsstaat gebrochen wird und Frau von der Leyen hier ungestört Wahlkampf machen kann, obwohl diese Vorwürfe sehr schwer wiegen. Und wir reden hier von Milliarden Euro Steuergeldverschwendung, die diese Frau zu verantworten hat. Mit ihrer SMS an den Pfizer-Chef Burda, die sie gelöscht hat, was illegal ist. Es geht hier um einen Vertrag über 2 Milliarden Impfdosen. Man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 2 Milliarden Impfdosen im Wert von sage und schreibe 35 Milliarden Euro. Und das ist Steuergeld der deutschen Staatsbürger sowie der anderen europäischen Länder und auch von den anderen europäischen Steuergeldzahlern, was
nicht aufgeklärt wird. Und genau diese Spitzenkandidatin ist deshalb untragbar. Und deshalb ist auch eine Stimme für die CDU nicht tragbar, liebe Freunde. Das ist der Sumpf, den wir auflösen müssen. Und genau daran werden wir weiter ansetzen. Denn wir machen Politik im Interesse der Bürger. Das ist unsere Aufgabe im Interesse Deutschlands. Damit wir, haben wir unsere Werte auch die letzten 2 Jahre verdoppelt. Als Corona kam, wir erinnern uns, sagt manche und viele der Altparteien, impfen, impfen, impfen. Und wir stellten die Frage, zu Recht und wurden dafür beschimpft, was ist das für eine Impfung? Hilft die überhaupt? Müssen diese Lockdowns überhaupt sein? Und wir stießen auf Widerstand, überall wurden beschimpft. Aber wir haben ihn gebrochen, diesen Widerstand. Wir sagten im Wahlkampf deutlich, gesund, ohne Zwang. Und genau das war die richtige Entscheidung, denn damit haben wir neue Wählerschichten erschlossen und auch gehalten und wir werden sie weiter ausbauen, liebe Freunde. Denn mittlerweile sehen wir, kommt die Wahrheit ans Licht, auch tröpfchenweise, auch langsam. Auch das im Übrigen ein riesiges Versagen der etablierten Medien, die sich eben nicht an dieser Aufklärung beteiligen, was Recherchearbeit der öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich voraussetzt, was wir eigentlich verlangen. Das ist nicht nur Aufgabe der Opposition, der einzigen Opposition in diesem Land, nein, sondern auch der kritischen Journalisten, hier endlich nachzufragen und für diejenigen, die durch Impfung Schäden davon getragen haben, für viele Alte, die alleine im Altenheim sterben mussten, ohne ihre Angehörigen. Wir haben das nicht vergessen, wie Kinder weggesperrt wurden. Und wir werden es auch nicht vergessen und wir fordern hier eine Aufarbeitung, die es unbedingt geben muss, damit auch Politik wieder in diesem Land tragbar ist und vor allen Dingen, damit sich Politik in diesem Land wieder als seriös darstellt. Das gilt im Übrigen für alle Parteien, die folgen. Hier einige Zitate, die vergessen wurden, die natürlich von denjenigen Protagonisten auch nicht mehr verwandt wurden oder die sich auch dafür nie entschuldigt haben. Einfach mal nochmal zum Besten geben, was den Bürgern angetan wurde. Wenn ich den CDU-Chef Friedrich Merz zitieren sollte, er wollte gesunde, nicht impfwillige Bürger vom öffentlichen Leben ausschließen. Er sagte, kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballer mehr auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal. Verfassungsschutzpräsident Hallenmann hat auch hier die falsche Regierungspolitik flankiert und Demonstranten unter Generalverdacht gestellt. Ich erinnere an die Aussprüche, Schwobler etc., wie wir verächtlich gemacht wurden, wie diejenigen verächtlich gemacht wurden, die zu Recht ihre Sorge zum Ausdruck gebracht haben und die auch ihre Demonstrationsfreiheit zum Ausdruck gebracht haben. Wir werden einander viel verzeihen müssen, sagte Jens Spahn 2020 bereits im Bundestag. Und Herr Spahn gibt es nichts, für Herr Spahn gibt es nichts, wofür die Bürger sie um Verzeihung bitten müssten. Er muss endlich uns um Verzeihung bitten und vor allen Dingen er müsste die Konsequenzen tragen. Denn er ist mitverantwortlich für die Maskendeals, wo ebenso Millionen und Milliarden zum Fenster rausgeschmissen wurden, wo die CDU-Bundestagsabgeordnete bereichert haben, ohne dass es große Konsequenzen für ihn gab, genauso wie für Herrn Lauterbach. Diese beiden Politiker haben in verantwortungsvollen Positionen in diesem Land nichts mehr zu suchen, liebe Freunde. Wir haben an vielen anderen Punkten Recht behalten. Als Russland in der Ukraine einmarschierte, da sagten wir, das ist nicht unser Krieg. Wir müssen uns für den Frieden einsetzen. Dieser Krieg hätte verhindert werden können, kurz vor Ausbruch und genauso kurz nach dem Ausbruch, immer wieder. Aber die Kriegsprofiteure, die ließen dies nicht zu. Und wir sehen, warum sie nicht zulassen. Wir sind Friedenspartei, wir haben uns immer für Verhandlungen, für Diplomatie eingesetzt und ich denke, es war der richtige Weg. Ich möchte nicht, dass unsere Kinder und Enkelkinder in den nächsten Krieg geschickt werden. Das sollten wir nicht zulassen. Wir müssen aus der Geschichte gelernt haben, dass wir Deutschland, nicht mehr an einem Krieg mit Russland beteiligen sollten. Deshalb müssen auch wir hier allen Kriegstreibern aller Parteien Einhalt gebieten. Verteidigungsminister Pistorius von der SPD will die Bundeswehr in 5 bis 8 Jahren kriegstauglich machen. Der Gesundheitsminister Lauterbach will das Gesundheitswesen auf Krieg umstellen. Die Bildungsministerin Stark-Watzinger will Schüler auf den Kriegsfall vorbereiten. Da sage ich ganz ehrlich, die Bildungsministerin hat sich darum zu kümmern, dass Kinder und Jugendliche lesen und schreiben lernen in der Schule und sich nicht auf den Krieg vorbereiten. Was ist das für eine Bildungspolitik? Der Wirtschaftsminister will Deutschland für einen Landkriegsrüsten, das heißt nicht mehr Krieg im Irak oder im Afghanistan, sondern auf deutschem Boden.
Friedrich Merz will Taurus Marschflugkörper in die Ukraine liefern, mit denen die Krimbrücke beschossen werden kann. Sie reden über den Krieg, wir reden über die Freiheit und über den Frieden. Wir müssen die Bürger wecken, liebe Freunde, damit sie diesen Schlafwandlern nicht in den Abgrund folgen. Und dafür werden wir uns in den Parlamenten einsetzen, dass wir uns an diesen kriegstreiberischen Aktionen nicht beteiligen. Man muss die Frage stellen, warum kennt die Regierung nur noch Ukrainer und keine Deutschen mehr? Schauen wir uns die nackten Zahlen an, die man einfach nicht ignorieren kann. 6 Milliarden Euro Bürgergeld für 1 Million Ukrainer jährlich. Dabei liegt die Beschäftigungsquote der Ukrainer bei 25%. Heißt im Klartext, nur jeder vierte Ukrainer arbeitet. 22 Milliarden Euro Militärhilfe seit Kriegsbeginn. 19 Milliarden Euro für EU-Hilfen an die Ukraine. 200 Milliarden Euro mittlerweile wirtschaftliche Kosten für den Ukraine-Krieg, die bereits anvisiert sind. Und dabei besteht laut Institut der Wirtschaft in den nächsten 10 Jahren für Infrastruktur ein Investitionsbedarf in Deutschland von ca. 600 Milliarden Euro. Liebe Freunde, wir haben in diesem Land einen Investitionsstau. Wir brauchen Geld für unsere Alten, wir brauchen Geld für Bildung, für die Jugend, für unsere Kinder. Das deutsche Steuerzahlergeld muss in diesem Land bleiben und dafür setze ich nur die AfD ein. Und das verstehe ich auch unter Nächstenliebe. Nächstenliebe heißt, dass wir den Nächsten helfen, unseren Nachbarn, unseren Alten, unseren Kindern. Denen muss zuerst geholfen werden. Das ist das Steuergeld, für die unsere Mittelständler, unsere Handwerker arbeiten, für die die Arbeitnehmer arbeiten. Und deswegen muss das Geld zuallererst in Deutschland ausgegeben werden und nicht in sinnlos und Projekte oder in NGO-Projekte oder wo man im Endeffekt die Demokratie selbst unterhöhlt, an Vereine zahlt, wo Leute mittlerweile sich ein gutes Leben machen, um gegen Oppositionelle zu hetzen oder sich gegen die Oppositionellen auf die Straße zu stellen. Die Leute, die gegen uns demonstrieren, werden alle bezahlt. Sie sind nicht da, weil es denen um Demokratie geht. Sie wollen die Opposition mundtot machen und sie sehen in diesem Saal, keine andere Partei würde überhaupt so viele Menschen mobilisieren und deshalb lassen sie sich nicht kürzer machen. Wir werden weiter für die Demokratie kämpfen als Opposition, als einzige Opposition und deshalb gibt es und kann es nur mit der AfD diesen Weg geben, liebe Freunde. Und wenn wir uns die aktuellen Wirtschaftszahlen angucken und wenn man aktuell sieht, diesen Ruinator Robert Habeck, der Wirtschaftsminister sich schimpft, der dieses Land, der diese Wirtschaft nicht nur in Bayern, im Übrigen in Baden-Württemberg, aber auch in meiner Heimat in Sachsen zerstört, der unsere Infrastruktur zerstören möchte, indem er zum Beispiel auch die Gasnetze rückbauen möchte. Unser Gasnetz, eine einzigartige Infrastruktur, die unsere Haushalte, die unsere Mehrfamilienhäuser mit günstigem Gas versorgt hat. Und es wird es mit weiteren günstigem Gas die nächsten Jahre versorgen. Dafür werden wir als AfD nämlich sorgen, denn wir werden erstens den Anschlag auf Nord Stream, den wahrscheinlich eher doch Freunde begangen haben, als diejenigen, die man sonst vermutet hat oder die man schon vorher schuldhaft ins Schaufenster gestellt hat. Wir werden diesen Anschlag auf Nord Stream aufklären und wir werden diejenigen, die davon gewusst haben, die Schuldigen auch vor Gericht stellen. Denn das ist ein Anschlag auf unsere Infrastruktur, die den Bürgern günstiges Gas gebracht hat und das werden wir nicht hinnehmen. Wir werden wieder dafür sorgen, dass es Kilowattstunden von Gas von 4, 5 Cent geben wird. Das ist unser Versprechen und dafür werden wir uns auch einsetzen, liebe Freunde. Ungewollte Asylzuwanderung. Mittlerweile ein Thema, was kaum noch besprochen wird in den Medien, weil man ablenken möchte. Aber diese ungewollte Asylzuwanderung geht Tag für Tag, Jahr für Jahr einfach so weiter. Und sie ist nicht in unserem Interesse. Allein letztes Jahr 350.000 Asylanträge. Zum Vergleich, Braunschweig hat 250.000 Einwohner. Daran sieht man, wie im Prinzip hier städteweise in dieses Land zu- und einwandern, die auch nicht bereit sind, hier in irgendeiner Weise sich beruflich aktiv zu gestalten, die in dieses Steuersystem einzahlen wollen, die in dieses Sozialsystem einzahlen wollen. 2015 hat man uns bereits Fachkräfte versprochen, die als Zuwanderer kamen. Fakt ist, wir haben eine Beschäftigungsquote bei Zuwanderern von gerade mal 42%. So niedrig wie in keinem anderen europäischen Land. Und Fakt ist auch, dass laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung es für 80% der offenen Stellen eben einen Berufsabschluss oder ein Hochschulstudiumabschluss braucht. Und die haben genau diese Zuwanderung, die jetzt zu uns kommt, eben nicht. Die Fachkräfte, die die Bundesregierung hier immer wieder deklariert, die hier kommen, sind in Wirklichkeit gar keine,
denn unsere eigenen Fachkräfte, und das ist das Hauptproblem, verlassen unsere Heimat, verlassen unser Land, eine Viertelmillion jährlich, weil in Deutschland die Gehälter niedrig sind, die Abgaben zu hoch sind und weil es sich hier einfach nicht mehr lohnt zu arbeiten. Und genau das müssen wir umdrehen und umkehren. Damit sich Arbeiten in diesem Land wieder lohnt, muss von den Bürgern, die hier arbeiten, auch mehr in der Tasche übrig bleiben, liebe Freunde. Wir müssen natürlich auch längerfristig denken. Vor allen Dingen brauchen wir eine Willkommenskultur für unsere eigenen Kinder. Es kann nicht sein, dass es uns egal ist und dass man es einfach als gegeben hinnimmt, dass die Geburtenrate in diesem Land von Jahr zu Jahr sinkt. Dass wir mit eines der familienunfreundlichsten Länder sind. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und gerade in unserem Land, wo demografisch natürlich die Generationen älter und älter werden und wir alle irgendwann Rentner sind und wir alle auch von unserer Rente leben wollen, vor allen Dingen so leben wollen, dass es menschenwürdig ist. Auch das ist Menschenwürde. Ohne Flaschen zu sammeln, ohne dass man auf den Staat in Form von Bürgergeld oder sonstigen Zuschüssen angewiesen ist. Wer in diesem Land 40, 45 Jahre gearbeitet hat und eingezahlt hat, der muss davon gut leben können. Und dafür werden wir sorgen, dass den Rentnern auch was bleibt. Doppelbesteuerung der Rente abschaffen und endlich eine Willkommenskultur für unsere Kinder, liebe Freunde. Noch zu den wirtschaftlichen Zahlen. Wir haben vor 2-3 Jahren davor gewarnt, gerade mit dieser grünen Bundesregierung und den vielen grünen Landesregierungen mit Beteiligung der CDU und auch der CSU, die natürlich diese grüne Politik einfach fortsetzen, dass sich Deutschland deindustrialisiert. Und wie wurden wir beschimpft, als wir dieses Wort in den Mund genommen haben? Verschwörungstheoretiker wurden wir beschimpft. Ja, das ist alles unwahr, das wird niemals passieren. Und was sehen wir? Mittlerweile täglich kann man aus den Zeitungen lesen, wie viele Unternehmer abwandern, wie viele mittelständische Unternehmen abwandern, wie viele Industrieunternehmen dicht machen und einfach die hochqualifizierten Arbeitsplätze auf die Straße setzen. Und das kann uns nicht egal sein. Denn was heißt denn Deindustrialisierung? Wir sehen es doch in Amerika, in Detroit. Verarmung, Verelendung, kaputte Infrastruktur, Suchtkranke. Und diesen Weg zurückzudrehen, ist ein langer Weg. Den wollen wir gar nicht erst gehen. Deshalb müssen wir versuchen, diejenigen, die in diesem Land wertschöpfend arbeiten, die was leisten, auch die Handwerker und Mittelständischen, die nicht einfach sagen können, ich gehe jetzt mal nach Polen, ich gehe nach Ungarn, ich gehe in die Schweiz. Sie müssen hierbleiben. Sie müssen die hohe Abgabenlast tragen, die höchste weltweit. Und das muss zurückgedreht werden und diejenigen müssen entlastet werden. Deswegen muss die CO2-Abgabe weg, die Steuern müssen runter und genauso muss die LKW-Maut zurückgenommen werden. Das sind alles Kostentreiber, die aktuell das Leben immer teurer machen und dafür werden wir uns einsetzen als einzige Partei in diesem Land, liebe Freunde. Und das lesen wir auch aktuell im Europawahlkampf, auch im Kommunalwahlkampf, die AfD schadet dem Wirtschaftsstandort. Ja, das ist natürlich auch das ganz Interessante, dass eine Opposition für die Zustände im Land verantwortlich ist. Mittlerweile glaubt das wirklich niemand mehr und die Medien beten das runter und bringen irgendwelche Wirtschaftsweisen oder sonstigen Industriellen, die vom Staat sehr gut leben, dahingehend vor die Kamera, die genau diese mehr uns erzählen wollen. Aber das Gegenteil ist richtig. Und man kann nicht einfach behaupten, der Gärtner schadet dem Gemüsebeet, obwohl man den Bock ja mittlerweile längst zum Gärtner gemacht hat, in Form von Robert Habeck, liebe Freunde. Und das Gegenteil ist richtig. Das Gegenteil ist richtig, denn Habeck und die Grünen schaden dem Standort mit ihrer Energiewendepolitik. Grüne Politik führt zu teurer Energie. Die wertegeleitete Politik stört auch auf europäischer Ebene den freien Handel und kleine Unternehmer müssen Lieferketten ausländischer Handelspartner mittlerweile nachverfolgen und nachweisen, dass Menschenrechte eingehalten werden kann und werden. Das kann sich kaum noch ein mittelständischer Unternehmer leisten, auch was die Berichtspflichten angeht und die Dokumentation. Diese Bürokratie, dieser Bürokratiewust, der kommt genau aus dieser EU. Und er wird von Lindner und Co., von Merz und Co. kritisiert. Und genau diese Politiker, genau diese Parteien stimmen aber diesen ganzen Blödsinn in Brüssel zu. Vergesst das bitte nicht, liebe Freunde. Und deshalb kann man sie nicht wählen. Deshalb muss man auch sagen, eine FDP, eine wirtschaftsliberale Partei, so schimpft sie sich mal. Ja, auch die Partei, die die Handwerkerinteressen mitvertreten hat. Ich habe selbst als Handwerksmeister diese FDP vor Jahren mal gewählt. Aber mittlerweile muss ich sagen, diese FDP braucht in diesem Land niemand mehr. Die ist überflüssig. Und ich komme nochmal zu unseren Älteren. Zu unseren Rentnern, weil natürlich gerade die große Anzahl an Rentner auch die nächsten Jahre
und ich habe es bereits gesagt, natürlich diejenigen sind, die dieses Land mit aufgebaut haben, die auch gerade, ich sage es aus eigener Erfahrung und für diejenigen, die aus Ostdeutschland kommen, die auch im Osten nach der Wiener Vereinigung vieles aufgebaut haben, mit Mühe, mit Fleiß, und die jetzt sehen, wie alles durch die Finger rennt, die sehen, wie man sich sein Häuschen modernisiert hat, neu aufgebaut hat, umgerüstet hat, auf moderne Heizungen. Und die jetzt sagen, ich kann mir im Alter mein Haus nicht mehr leisten, weil ich jetzt wieder gezwungen werde, eine Wärmepumpe mir einzubauen, mein Haus zu dämmen oder sonstige Kredite aufzunehmen, um irgendwelchen Energievorschriften gerecht zu werden. Und deshalb sage ich ganz deutlich, diese Energievorschriften dienen nur den Globalisten, die dienen nur denjenigen, die sich die Taschen füllen. Das sind diejenigen von Carrier Global, von Agora Energiewende, den ganzen Habecks, den ganzen Blackrocks. Und das werden wir nicht zulassen, dass die sich die Taschen füllen auf unsere Kosten, liebe Freunde. Und was wir auch wollen, wir wollen unseren Wohlstand verteidigen, den mühsam aufgebauten. Und das habe ich ja bereits erwähnt, wie ich es aus den neuen Bundesländern, wenn man sie noch so schimpfen kann, nach mittlerweile 34 Jahren auch sagen kann. Und wir haben und sehen gerade im Osten diese Déjà-vus, wie ein Staat immer übergriffiger wird, wie die Meinungsfreiheit mittlerweile in Frage stellt, wie mittlerweile Menschen, die eine andere Meinung haben, ihren Arbeitsplatz verlieren oder die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, die sich nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen. Und genau das hatten wir alle schon. Wir haben es erlebt und deshalb ist der Osten wesentlich wachsamer und deshalb ist es ein Warnsignal im Osten für uns und auch gut so für uns als AfD, dass im Osten mehrheitlich und mit großer Anzahl als auf Platz 1 die AfD gewählt wird. Und wir werden weiter dafür kämpfen, weil wir sind die Hoffnung. Und genau diese Hoffnung möchte ich natürlich auch hier nach Bayern tragen, weil auch ihr ein Volk seid, ähnlich wie die Sachsen, die sich nicht einschüchtern lassen, ja, die ein Stück weit auch schwer erziehbar sind. Und das wollen wir auch sein. Denn Sie alle haben in Ihrem Leben was geleistet. Sie alle haben gearbeitet, Sie haben einen Beruf erlernt. Und jetzt schauen Sie mal sich im Bundestag um, wer dort einen Beruf gelernt hat, wer einen Studienabschluss hat. Und er erklärt Ihnen, was Sie zu tun und zu lassen haben. Da muss man doch wirklich sich den Finger an den Kopf halten und sagen, nicht mit uns. Von solchen Leuten lassen wir uns nicht vorschreiben, wie wir zu leben haben, was wir zu denken haben, was wir zu essen haben und mit welchen Augen wir haben. Genau das werden wir auch die nächsten Wochen und Tage und auch Monate immer weiter vorantreiben. Und mir ist nicht bange, dass wir als AfD hier die Wende zum Guten bringen. Wir werden dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Wir sind die letzte Chance. Es tut mir leid, das selbst sagen zu müssen, weil ich auch gedacht habe, die Parteien, die anderen Parteien werden irgendwann merken, was der deutsche Wähler, was das deutsche Volk. Und ich sage bewusst das deutsche Volk. Denn wir als AfD sind dem deutschen Volk verpflichtet. So steht es auf dem Reichstag. Das ist unsere Mission. Und wir arbeiten nicht in Legislaturperioden. Wir arbeiten für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Dafür bin ich in die Politik gegangen. Dafür kämpfe ich. Und ich bitte euch, dass ihr genau dem folgt und mit uns kämpft und dafür sorgt, dass wir diese Wende schaffen, liebe Freunde. Deshalb lasst uns die nächsten Tage und Wochen in den Wahlkampf weiter vorangehen. Lassen Sie sich nicht beirren durch Medienberichte, Falschnachrichten, ja auch von vielen Lügen, die extra gestreut werden, um uns zu diffamieren, die extra gestreut werden, um uns zu diskreditieren. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Man hat Angst vor uns. Warum hat man Angst? Weil es um Mandate geht. Es geht um Pfründe, die verteilt werden. Und wir werden diese Pfründe anderen wegnehmen. Das ist die Aufgabe einer Opposition. Das ist Aufgabe von Politik, sich für das Bessere einzusetzen, mit den besseren Inhalten. Und wir haben das beste Programm. Wir haben auch die besten Politiker in unserer Partei. Und wir sind sicherlich. Wir sind sicherlich deshalb nicht unbedingt die besseren Menschen, das will ich nicht sagen. Aber wir haben die besseren Überzeugungen und es kommt das meiste vom Herzen. Und ich denke, das kann uns niemand nehmen. Und deshalb lasst uns kämpfen für Frieden, für Freiheit und für Souveränität. Vielen lieben Dank, liebe Freunde.